Die ÖVP, die spielt Regionalliga Ost, so Christian Hafenecker am Beginn dieses Tages im U-Ausschuss. Und die Champions League, die wurde nicht wirklich geboten, denn am heutigen Tag waren lediglich zwei Auskunftspersonen hier zugegen und wirklich sehr viel Neues hat man hier nicht erfahren können. Zunächst war Uli Siemer hier an Ort und Stelle und hat sich den Fragen der Abgeordneten gestellt. Es ging um das kleine Glücksspiel auch in Wien zu ihrer Zeit als Stadträtin und sie hat anlässlich eines Treffens mit der Novomatic, das ist ja an und für sich so üblich, dass man sich hier als Ressortzuständige einmal im Jahr mit den jeweiligen Personen trifft, gesagt, sie lasse sich nicht verarschen, es wäre immer wieder gejammert worden und sie wäre ohnehin immer eine Gegnerin des Ganzen gewesen. Der zweite, der hier befragt wurde, ist der liberale Politiker und PR-Berater Alexander Zach. Ihm wurde ja das Video von Anwalt M. angeboten, sowie vier weiteren Personen und da wollte man wissen, wie hier die Zusammenhänge sind mit den Neos und mit Hans-Peter Haselstein, aber an und für sich war auch hier nicht wirklich Neues mit dabei. Interessant am heutigen Tag war an und für sich eher, dass es hier doch ziemliche Angriffe auch gegen die ÖVP gab, die wiederum hier die Justiz und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angezeigt hat und die FPÖ, die möchte vor allem Ministerin Caroline Edtstadler nach ihrem ZIB-2-Auftritt und als karenzierte stellvertretende Mitarbeiterin bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, hier möchte man auch Konsequenzen sehen und fordert den Justizminister, nämlich Werner Kogler, auf, tätig zu werden. Also viel Spannung an diesem Tag, der aufgrund der Auskunftspersonen nicht wirklich viel Neues gebracht hat.